bothering to declare war, the German armies launched a coordinated attack across the neutral borders of Luxembourg, Belgium, and Holland, from the Maginot Line north to the sea. The action along the entire front was simultaneous. So for purposes of clarity, let's take up one country at a time. First, let's see what happened in Holland. Ground forces smashed through the improvised and hastily erected border defenses. But the main attack was to come from the air, far behind the defense lines. Troops were landed in this manner. Before the stunned citizens of Rotterdam even knew they were at war, these troops, aided by well-trained fifth columnists, quickly captured the airport and outlying sections of the city. Meantime, Nazi armored columns were racing across the country, their progress speeded by other fifth columnists who prevented the destruction of vital dikes and bridges. These forces effected a meeting with the parachutists landed in Rotterdam. The Dutch were doomed to defeat. On the fourth day of the invasion, the Nazis gave the Dutch general an ultimatum. All Dutch resistance must cease, or Rotterdam will be bombed flat. Dutch general had little choice. To save the lives of innocent civilians, he accepted the German terms. But after the unconditional surrender, the Nazis bombed the city anyway. Flights of unopposed German bombers flew low over the center of Rotterdam and methodically bombed it into a heap of rubble.
endless exhibitions of savagery the world has ever seen. Over 30,000 men, women, and children were killed in the space of 90 minutes. Though only 6 months before, Hitler had said, the new Reich has endeavored to continue the traditional friendship with Holland. The Dutch will not forget. Few years, you and I have seen event follow event, each and every one of them a shock to our hopes for the peaceful development of modern civilization as we know it. And this very day, the 10th of May, 1904. This very day, three more independent nations have been cruelly invaded by force of arms. I am glad that we, Americans, of the three Americans, are shocked, that we are angered by the tragic news that has come to us from Belgium,
and the Netherlands and Luxembourg. Resisting this attack to the fullest extent of their power, and they will fight on as long as there remains one German soldier on Netherlands soil. Infantry, you say? No, cavalry. Cavalry. King Leopold, following the example of his father, King Albert, oppose with the same courage and the same simplicity the laws of national honor and imposes all the forces of the nation against the invader. Germany has acquired the experience of facing overwhelming odds, and she knows her enemy.
London steht die Welt vor dem gewaltigen Sieg im Westen. In 39 Tagen wurde Frankreich zerschlagen. Deutschland weiß, dass dieser Sieg nur durch die geniale Führung der tapfersten Soldaten und durch eine hervorragende Organisation errungen worden ist. Als unsere schnellen Truppen von Sedan nach Abbeville vorstießen, las man in den französischen Zeitungen, die deutschen Tanks werden bald keinen Brennstoff mehr haben. Aber sie hatten sich gründlich geirrt. Unablässig rollte und rollt auch heute noch der Nachschub an die Front. Nach einem genauen Fahrplan werden Eisenbahnzüge und Autokolonnen eingesetzt. Hier beweist sich selbst im Kleinsten beste deutsche Generalstabsarbeit. Wegweiser für den Kraftfahrer. Einmarsch in Domremy, dem Geburtsort der Jungfrau von Orléans. So wie hier wird in Durchführung der Waffenstillstandsbedingungen jetzt bis zu den vereinbarten Punkten die Besetzung Frankreichs vorgenommen. Der Zweck dieser Maßnahmen ist es, Deutschland alle Sicherheiten zu bieten für die ihm auferzwungene Weiterführung des Krieges gegen England. Immer weiter geht es nach Frankreich hinein. Diesen Wagen fehlte wirklich der Brennstoff. Die jüdischen Kriegshetzer und Pariser Plutokraten wollten die Koffer voller Goldbarren und Edelsteine mit diesen Fahrzeugen entfliehen. Aber man kam nicht sehr weit. Es gab bald kein Benzin mehr. Die Straßen waren rettungslos verstopft. So versuchten denn diese englandhörigen Deserteure und Verräter ihres Volkes, sich zu Fuß ihrer Verantwortung zu entziehen. Immer wieder sieht man auf unübersehbare Mengen von Granaten aller Art und jeden Kalibers warten auf ihren Abtransport. Hunderten von Millionen Mark hat. Salonwagen des Marschall Foch, in dem die Waffenstillstandsverhandlungen stattfanden, wurde auf Befehl des Führers nach Berlin überführt. An dieser Stelle stand einst der Wagen. Parisern werden die Waffenstillstandsbedingungen durch Lautsprecherwagen bekannt gegeben. Der Franzose selbst nennt die Bedingungen hart, aber nicht unehrenhaft. Devra rejoindre les forces à désigner et sera démobilisé et désarmé sous contrôle allemand, respectivement italien. La désignation des forces devra tenir compte des forces d'attaque du temps de paix. Le gouvernement allemand déclare solennellement au gouvernement français qu'il n'a pas l'intention d'utiliser pour ses propres besoins de guerre les unités françaises qui se trouveront dans les forts de contrôle. Exception est cependant faite pour les gardes-côtes et dragueurs de mine. Le gouvernement allemand déclare en outre solennellement et expressément qu'il ne formulera aucune revendication vis-à-vis de la flotte française lors de la conclusion de la paix. Toutes les unités de la flotte française qui se trouvent à l'extérieur, à l'exception de celles affectées au service colonial, devront... Hier wird über die Herren Renault und Mandel diskutiert. Die Stellungnahme ist ziemlich eindeutig. Und hier erzählt man sich von der Flucht der Kriegshetzer ins Ausland. La Madeleine. Der Führer trifft zu früher Morgenstunde überraschend in Paris ein und besichtigt bei seiner Fahrt durch die Stadt auch dieses Bauwerk. La Concorde. Der Triumphbogen. Trocadero.
Ein Blick auf den Eiffelturm. Links vom Führer Professor Speer. Unterschrift zählt zu den kostbarsten Erinnerungen. Begrüßung auf dem Anhalter Bahnhof. Seinen verwundeten Soldaten. Diese Männer, die ihr Blut für Volk und Vaterland gaben, erleben mit dem überraschenden Besuch ihres obersten Befehlskrieges selbst schwer verwundet wurde, ihren stolzesten Tag. Thank you.
Thank you.